Der alte Fahrradbaum, flacher Stein, linke Kreuz am Tümpel. Sitzkreis, Mauer. Nee, hier ist auch nichts richtig, glaube ich. Weg nach Hause. Ich will gerade mal alles durchgucken. Ah, verlassenes Nest. Das könnte ja das Nest des Kuckucks sein. Oh ja, haben Spatzen in diesem Nest gewohnt. Ach so, Spatzen, okay. Vielleicht zieht ja nächsten Frühling wieder jemand hier ein. Wie kriegen wir dann Spatzen hier rüber? Vielleicht mit Hagebutten? Hagebutten sind cool, aber... Nee. Mit Schoki? Ich muss aufpassen, sonst schmilzt mir die Schokolade wieder in der Hand statt im Mund. Das sagt Mama immer. Ja, cool. Habe ich da vielleicht noch was drin? Das kann ja ich sein. Ich habe mein geheimes Lager schon geplündert. Na, schade, leider nicht. Schade. Erdbeeren? Ich weiß ja nicht. Nee, okay. Also ist das auch nicht das Richtige. Aber so könnten wir die Spatzen auf jeden Fall da wegbekommen, weil das waren, glaube ich, welche, die da saßen. Die Frage ist jetzt bloß, womit? Manchmal finde ich die Statue... Woran das... Juvi, komm. Du brauchst Ideen. Aber es ist gar nicht so leicht, jetzt hier so zu knüppeln und zu überlegen, was man machen kann. Und ich hasse es, dass man da noch draufklickt. Ein Kuckuck. Wie klingt er doch? Eine meiner... In der Nähe von Eingang, aber doch... ich will ihn... Ja, wie kriegen wir den dann irgendwo hin? Das weiß ich einfach nicht. Silberfolie nützt hier nichts. Silberfolie nützt hier nichts. Ich hab auch noch... In der Ferne. Geht öfter ein bisschen, muss ich ja ehrlich sagen. Puh, ich hab keine Idee. Ein Kuckuck. Ja, ich weiß, ein Kuckuck. Was kann ich denn machen? Ich will keine Plakate kleben. Auch nicht für den großen Zarow. Ich habe keine Idee. Wie oft ich mir hier schon einen Splitter ge... Ich habe echt keine Idee. Was kann man denn machen? Mutti, komm, gib mir mal hier so einen kleinen Tipp. Suche die uralte Kröte auf, die wir am Fuße des Portalbaumes gesehen haben. Ich habe in deinen Karten gesehen, dass sie einen Zauber für dich bereithalten wird. Viel Glück, junge Schüler. Boah, diese Tipps sind auch irgendwie mäßig gut. Gibt's da hinten vielleicht noch irgendwas? Mama ist wohl schon zum Einkaufen gefahren. Ich frage mich, wie spät es gerade ist. Hauptsache, ich verpasse nicht das Essen. Was haben wir denn hier sonst noch so? Das könnte hier vielleicht noch sein? Ich frage mich, was der Zwerg alles zu erzählen hätte, wenn er sprechen könnte. Er hat sicher viel gesehen. Das bestimmt, aber er hilft uns auch gerade nicht so richtig weiter. Das Radio vielleicht nochmal einschalten? Auf Wunsch vieler unserer Zuhörer wiederholen wir unser Programm Fit und Froh in den Tag. Oh, ich bin zu alt für diese Fitnessprogramme. Als Vorbereitung für unsere Übungen stellen Sie bitte Flechtwaren auf eine nahegelegene Fensterbank. Wow, zum Glück habe ich den Korb noch dabei. So, wie neu. Berühren Sie... Ja, okay. Das müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Sie auch ohne unser... Wovon sch... Bleiben Sie fit? Der Mauswaldfunk setzt... Maus? Seit wann?
Jetzt tu mal nicht so unschuldig. Und warum verschwindet der Hut eigentlich immer wieder? Nicht ganz so gut umgesetzt hier, würde ich mal behaupten. Weil dann kriegt man immer die Scripts von vor Mauswahl quasi. Würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, dass er hier dann auch ein bisschen darauf eingeht. So, was er bisher erlebt hat, und das passiert gerade nicht. So, Waldkreuz und Kuckuck. Der Kuckuck geht mir übrigens ein kleines bisschen auf die Nerven, muss ich ja gestehen. Die Eulenmauer, die führt bis zum großen Baum im Wald. Weil, dieses Kuckuck-Zeugs... Nee, das geht nicht. Ist ein bisschen lästig, einfach. Und ich weiß immer noch nicht so richtig... Silberfolie nützt. Nicht so richtig, was ich hier machen muss. Früher... Ja, ach komm. Hilfe! Kuckuck, wie klingt er doch? Kann man den vielleicht einfach mal ins Tümpelchen schmeißen hier? Nochmal mache ich das nicht. Nachher werde ich noch zum Muskelprotz. Nee, scheinbar nicht. Kann man hier was rauslöffeln? Spatzen. Hoch oben. In den. Yubi hat keine Idee. Das braucht keine besondere Würze. Irgendwie. Kann man mit dem Quartett spielen? Schöne Karte. Pass gut auf sie auf. Nee, hilft auch nichts. Vielleicht jetzt mal. Nicht. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ah, okay, das geht hier nicht. Mensch, das muss doch hier irgendwelche Hinweise geben oder sowas. Kreidestein. Wenn ich nicht schon einen genommen hätte, würde ich jetzt zuschlagen. Auch nicht. Also wir müssen auf jeden Fall irgendwas in das Nest legen. Das ist schon mal klar. Und da probiere ich jetzt einfach mal ein bisschen was aus. Also, womit kann man Spatzen locken vielleicht? Mit Pfeffer? Das braucht keine... Nein. Mit einem Nein. Fass. Mit einem Löffel. Das muss nicht gelöffelt. Mit Käse. Das muss nicht gelöffelt. Mit Käse. Nein. Doch. Womit denn vielleicht sonst noch? Schoki ging ja nicht. Mit Kobalt, so rum ging's auch nicht. Ja, jetzt bin ich ja echt ratlos. Da sind keine Sterne. Sieht fast aus wie ein Schlüssel. Aber abschließen kann man damit bestimmt nichts. Nee, bestimmt nicht. Das bringt nichts. I don't know. Was kann man denn sonst noch so machen? So ein Tipp wäre echt ganz nett. So, Wäsche, Waldkreuzung. Wir müssen noch irgendwas da reinlegen können, damit die kommen. Ach, ist... Drinnen warten. Ja. Ja. Aber es gibt irgendwie nichts. Kann man die nicht irgendwie abmachen? Vielleicht ist ja irgendwas dahinter, aber nee. Du hast es dir aber faul. Ah, dieser Kuckuck macht mich echt irre. Die Stadt sieht aber schon, als ich... Nee, seid... Nur noch das ist... Müsst euch vorstellen, ich sitze hier gerade und hab Kopfhörer auf. Und dieser Kuckuck, der kuckuckt mir hier ins Ohr. Wie bekloppt. Das ist ganz schön ätzend. Und ich weiß einfach nicht, Kuckuck, was ich machen soll. Wie klingt er doch? Nervig! Sehr nervig sogar. Nein, das gehört.
mein Becher. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, Kinder. Spatzen. Kann man den nicht einfach mal da reinschmeißen oder so? Das muss nicht gelöffelt. Früher, das trotz. Flacherstein? Der gibt einen guten Tisch für ein Picknick ab. Leider mief der Tümpel im Sommer so seltsam, nicht mal ein Stück Brombeer. Ach, Manu. Ich muss aufpassen. Ja, pass doch auf. Ein das Kuckuck. Braucht keinen. Boah, ihr. Diese gleiche Geräuschkulisse, wenn man nicht weiter weiß. Die macht mich echt gerade ein bisschen krank im Kopf. So. Ich habe jetzt mal eine Seite von den Kopfhörern abgenommen. Vielleicht hilft das ja. Karottenbeet. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Anhand der seid so. Einfach keine Idee. Es klingt, als ob das Grillenzirpen aus der Tanne kommt. So ein Krach zur Mittagsstunde. Ha, unglaublich. Das haben wir gleich. So, jetzt ist Ruhe. Jetzt ist es schon fast wieder zu leise. Ja, ich habe irgendwie gerade aus Versehen nichts mitbekommen. Die Grille habe ich erfolgreich. Achso, da war die Grille drin. Ich habe nämlich gerade mal kurz mein Headset abgenommen, weil ich dachte, hier sind gerade irgendwie komische, laute Geräusche im Hintergrund. So, die Grille ist weg. Na gut, dann haben wir das. Dann gucken wir vielleicht noch mal kurz in den Briefkasten. Leer. Keine Comics. Gut, keine Comics, keine magischen Botschaften und so weiter. Also sinnvoll ist es wahrscheinlich einfach mal alles anzuklicken, was wir so anklicken können. Das haben wir aber alles schon. So. Hier habe ich vielleicht die Idee, dass wir dem einfach mal was zu essen in den Mund legen. Ich muss auch. Ja, okay, das geht auch nicht. Käse vielleicht? Nein. Okay, das geht auch nicht. Hagebutten sind wahrscheinlich nutzlos. Nee. Ein Kuckuck. Wie klingt er doch? Gucken an den Pilzpreis. In einem meiner Bücher stand, dass Pip in der Nähe von Eis, aber dort. Nee, auch nicht. So, und ich werde gerade ein bisschen ungeduldig, außerdem macht mich das Geräusch hier einfach gerade irre. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. Hoch oben. So, und geh mal kurz hier raus, damit mir keiner dazwischen quatscht. Ich mache jetzt einfach mal eine kleine Pause und spiele dann später noch weiter und hoffe, dass es dann mir nicht mehr alles ganz so doll auf den Nerv geht, dass diese Geräuschkulisse hier ist. Und dann kann ich vielleicht auch wieder ein bisschen konzentrierter spielen. Ich sage aber erst einmal Tschüssikowski, bis dahin und wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.